Ja, hallo liebe Freunde, hallo liebe Ärzte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten. Ich habe inzwischen mit meinem Freund und Kollegen Künstler Lahme Teddy Kabel, ihr kennt ihn alle von der Seite Docs Going Germany, habe ich einen Besuch bei der Ärztekammer in Münster gemacht. Das ist die Ärztekammer Westfalen. Die Ärztekammer Westfalen ist für alle Kenntnisprüfungen und Fachsprachprüfungen in Nordrhein-Westfalen zuständig und vergibt dort zentral die Termine. Wir haben dort mit dem zuständigen Abteilungsleiter gesprochen, weil wir mal wissen wollten, was passiert denn nun eigentlich oder warum gibt es ab und zu solche Probleme. Mir wurde inzwischen erklärt, dass dort über 60 Prüfer zur Verfügung stehen, die von dort ausgesucht wurden und die dann selber auch geprüft wurden und die ganz klare Anweisungen haben, wie die Kenntnisprüfungen durchzuführen sind. Das war für mich ganz interessant. Ich wusste gar nicht, dass es eine so große Auswahl gibt. Dann kam natürlich das Problem, wie kann es denn sein, dass Ärzte so oft oder so viele Ärzte durch Kenntnisprüfungen, speziell bei bestimmten Konstellationen und Zusammensetzungen der Prüfungskommission fallen. Gut, ich habe dann noch einen Bericht bekommen von einem Arzt, wie eine Kenntnisprüfung im Juli dann abgelaufen ist. Man muss sich das so vorstellen, es werden meist 3 bis 4 Prüfungsgruppen gebildet, die jeweils zwischen 3 und 4 Leuten haben. Das heißt, morgens treffen sich dann alle Teilnehmer. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, sind dann vielleicht 10 Teilnehmer. Und diese 10 Teilnehmer werden dann morgens auf die verschiedenen Prüfungsgruppen werden zugeteilt und zwar in einem Losverfahren. Das heißt, man weiß vorher eigentlich gar nicht, wer in der Gruppe ist. Und da kommt es dann natürlich darauf an, es gibt halt 1, 2 Prüfer, die als besonders streng bekannt sind oder besonders kritisch bekannt sind, wie ich immer wieder höre. Wenn man diese Prüfer natürlich in der Gruppe hat, dann könnte es vielleicht etwas schwieriger werden. Dann hatten wir einen interessanten Punkt. Wie kann es denn sein, dass Leute 3-mal durchfallen? Da wurde mir recht glaubhaft versichert und auch klar gemacht, dass meist dieser Arzt dann insgesamt 9 Prüfer gehabt hat. Weil es kommt ganz selten vor, dass der gleiche Prüfer einen durchgefallenen Prüfling nochmal prüft. Das heißt, 9 verschiedene Mediziner bilden sich ein Urteil über einen Arzt. Und wenn 9 Mediziner feststellen, er ist durchgefallen, dann wird es sehr schwierig, was dagegen zu machen. Das ist die eine Sache. Ich bin dann immer ein bisschen zwiegespalten, muss man sagen. In meiner Brust schlagen dann 2 Herzen. Auf der einen Seite kann ich die Prüfungsstelle total verstehen, wenn ein Mediziner 3-mal durch die Kenntnisprüfung fällt und das von insgesamt 9 Ärzten so beobachtet wird, dann kann das schon kritisch werden. Auf der anderen Seite versuche ich natürlich als Gutachter zusammen mit verschiedenen Rechtsanwälten zu erreichen, dass Ärzte trotz durchgefallener Prüfung eine neue Chance bekommen. Oft werden im Gleichwertigkeitsprüfungsverfahren verschiedene Punkte nicht berücksichtigt
Und das führt dann zu ganz merkwürdigen Situationen. Das heißt, wenn Sie die Kenntnisprüfung einmal, zweimal oder auch dreimal nicht bestanden haben, dann sollten Sie Kontakt mit mir aufnehmen, damit wir überprüfen, ob die sogenannte Gleichwertigkeitsprüfung davor korrekt abgelaufen ist oder ob sie eventuell gar nicht erfolgt ist. Sie können nicht auf eine Überprüfung der Gleichwertigkeit verzichten. Das haben die Behörden jahrelang so gemacht, dass sie dem Arzt erklärt haben, du kommst aus dem und dem Land, dann hast du sowieso keine Chance, also geh doch gleich in die Kenntnisprüfung. Das geht nicht. Das ist alles illegal und gegen diese Sachen kann man auch heute noch vorgehen. Das ist ganz wichtig, dass Sie das wissen. Dann gibt es jetzt einen ganz aktuellen Fall, den habe ich heute Morgen auf dem Tisch bekommen. Da geht ein Landesprüfungsamt hin und hat ein Gutachten erstellen lassen bei der Gutachtenstelle in Bonn. Da steht dann drin, es gibt überhaupt keine wesentlichen Unterschiede. Die Sache ist gleichwertig. Und dann sind in diesem Gutachten immer so kleine Sätze drin. Ja, aber das und das ist nicht Gegenstand der deutschen Ausbildung. Ja, das gibt dann Sterbeurkunden, Vollmachten und ähnliche Sachen. Das hat nichts mit der Prüfung der Gleichwertigkeit zu tun. Aber die Behörde geht hin und sagt, prima, jetzt weisen Sie uns doch diese Sachen erst einmal nach. Das heißt, die Behörde verlangt von dem Arzt, dass er noch Sachen nachweist, obwohl man in Bonn bei der Prüfstelle bereits festgestellt hat, dass es keine wesentlichen Unterschiede gibt. Und nur darauf kommt es an. Ja, das wird eine spannende Geschichte. Aber ich bin ziemlich sicher, die Rechtsanwälte kriegen das sehr schnell geregelt, weil es kommt tatsächlich nur darauf an, ob wesentliche Unterschiede vorliegen. So, das war's für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie mich jederzeit erreichen unter 02206 911 216. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.